mal. So, ich würde sagen, es wird Zeit, meine lieben Freunde, für eine grundlegend neue Strecke. Ach, Collision. Hey, Alter, 40 Sekunden. Ich dachte, wir nehmen nicht so arschlange Strecken, Thomas. Ach du Scheiße. Ah, stimmt, ja. Ja, das stimmt. Deshalb habe ich eine 40-Sekunden-Strecke genommen. Also, ich erkläre mal ganz kurz das System. Und zwar erstens, ich habe ja gesagt, wir machen einen cut-freien Server. Das ist fast korrekt. Wir haben, ich glaube, ein oder zwei Cut-Strecken gelassen. Warum? Weil die bei 140 Strecken nicht ins Gewicht fallen. Und weil von uns sowieso keiner Cuts fährt, ne? So ziemlich. Ja, weil das nämlich keiner kann. Richtig. Und, mal ganz, und das sind Cuts, wo ich sage... Die sind für die Cuts, hat kann, er gesagt. Ja, die sind quasi für die Cuts, richtig. Ja, und es sind, normalerweise fahren wir nur maximal 30 plus Strecken. Es gibt tatsächlich ein paar mehrere 40-sekündige Strecken. Das hat den Grund, dass sie alle recht einfach und sehr cool zu fahren sind. Dann habe ich ja alles gesehen, aber. Ich finde die Strecke scheiße. Ich glaube. Dann kannst du nicht viel, Blondie. Also ich bin die alle persönlich gefahren im Stream, als wir die getestet haben, und die Community und ich haben entschieden, die ist cool, die kommt drauf. Ich möchte nur mal ganz kurz für die Leute auch auf YouTube erwähnen, wir haben lange Nächte Trackmania gestreamt, als ich alleine dieses Spiel gespielt habe, um neue... Oh fuck, da geht's ja noch weiter. Als ich die Strecke... Ja, dachte ich, bis ich durchs Ziel gefahren bin und gemerkt habe, das ist Fake-Ziel. Ich glaube, ich habe gerade unbewusst die Strecke hier gecuttet. Cheater, raus mit dem. Okay, und Bodo cuttet. Und bin dann trotzdem nicht ins Ziel gefahren. Weil dann war es auch kein Cut, mein Freund. Doch. Nein, die Strecke geht nicht zu cutten. Ich habe die alle persönlich von Diskit prüfen lassen. Ja, wenn Bassi Diskit die nicht cuttet, ist diese Strecke nicht cutbar. Es sah für mich nur so aus, als hätte ich sie gecuttet, weil ich sie nicht richtig gefahren bin. Muss man da eigentlich so bei nach knapp 40 Sekunden Race-Time diesen eigenen Sprung da in das Ziel machen, oder ist das nicht das richtige Ziel? Ja, und dann nochmal weiter ins zweite Ziel. Alter, wie soll man denn den scheiß Sprung da schaffen? Den schaffe ich nicht. Der ist easy. Der ist nicht easy, weil da gar keine Rampe ist. Der ist easy. Der ist easy, ansonsten wäre die Strecke nicht auf dem Server, weil dann hätte ich die nämlich nicht im Easy-Anlauf geschafft. Hätte ich die niemals auf den Server gepackt, weil ich sie gehasst hätte. Ist auch so. Einfache Logik, warum die auf dem Server ist. Ich habe dreimal den Sprung nicht geschafft. Muss man wahrscheinlich wieder die ganze Zeit Fullspeed für haben oder so scheiße. Ja, dann fahr halt mal Fullspeed. Ja, genau, weil das halt, wie gesagt, mit 40 Sekunden Fullspeed fahren ohne Fehler ist halt wieder sowas, ne? Wenn ich es geschafft habe im Training, schaffst du es auch. Das ist richtig behindert, möchte ich mal so annehmen. Wie gesagt, ich schaffe den Sprung überhaupt nicht. Ich fliege jedes Mal links am Ziel vorbei. Ich höre hier so viel Hass. Ja. Dabei ist Hate ist vorbei. Hate war das vorher. Das ist die Nachwirkung, ey, aber bei der Strecke. Ich bin Platz 22, das ist fast Seite 1 und ich bin nicht mal ins Ziel gefahren. Ich bin Platz 11 und ich war nicht mal im Ziel. Es kommt keiner ins Ziel, du merkst, wie gut die Strecke ist. Warum habe ich die dann im Training geschafft? Vielleicht hast du einen Lucky Try und hast dann gesagt, gute Strecke. Vielleicht hast du das Skid fahren lassen, weil du gerade schiffen musstest oder so. Ich glaube eher Blondies Theorie. Ich habe die einmal sensationell gefahren und danach nie wieder. Ja. Gut, und für das ist dann schon die erste Strecke. Oh, immer links vorbei, ne? Immer links vorbei. Also, naja. Basti hört ja mit. Basti schreibt dir mal auf den Zettel, dass die runterkommt. Warum? Ist doch egal. Wir sind sie doch jetzt gefahren. Echt so. Wir sind sie einmal in Staffel 3 gefahren. Ihr mögt die alle nicht, dann kommt sie runter. Ganz einfache Bist Logik. Bist du angekommen? Nein, also. Nö, noch nicht. Aber ich hab's ja auch verkackt, weil ich bin ja auch vom Gas gegangen, als ich im ersten Ziel war, weil ich dachte, ich bin durch. Mann, ey, das ist. Ist halt so dummerweise bisch. Dann so ein Problem, ne? Oh nein, Bruder hat den ersten Sprung geschafft. Jawoll. Ohne Vollspeed. Ich fass mir an die Füße, gleich zwei. Nein! Mal. Oh fuck. Shit. Oh mein Gott, ist das ein behindertes Wegspiel. Ist ja gut, jetzt komm. Basti, Zettel für die nächste Aufnahme streichen. Darf ich nochmal kurz fragen, warum ich hier mitmache? Weiß das jemand? Du wirst doch diesmal nicht letzter, so alles okay. Da bin ich nicht so sicher. Ich mein, ich wäre jetzt letzter. Ach, fuck. Weil er ein V hat als Buchstaben. Ja. Nach Buchstaben sortiert bin ich letzter. Wie viel Tag bist du denn? Ach, Drecksfix, Kacke. Ich bin 49. 79? 49.
bin 6. Also ich bin 20. Fuck. Deswegen, sogar Kripke hat zwei. Okay, stopp. Kripke hat 2 Minuten 13 für die Strecke gebraucht und er ist Weltranglistenplatz 1. Nuff said. Die Strecke ist. Wie gesagt, wollt ihr die werten, wenn keiner ankommt, oder? Nein, dann nicht. Nee, dann das ist Quatsch. Ja, ja. Ey, lass die mal raus aus der Wertung. Alles klar. Toll, da hätte ich richtig die Punkte bekommen und wir hätten auf Kevin aufholen können. Aber nee, nehmen wir sie raus. Ja, wie gesagt, wenn keiner ankommt, ist der Witz raus, oder? Ich sehe da was im TS. Also ich finde das sehr witzig. Ja, ja, ich habe ihm schon geschrieben, ganz ruhig. Ah, ich wollte nur darauf hinweisen. Ich weiß, ich hab die Augen offen, ich kümmere mich um meine Leute. Ich bin guter Host. Ah, wie heilig, ich bin gerückt. Was? Ich kann mich noch an die glorreichen Zeiten erinnern, in denen Wolf Skill hatte. Schnauze, Logan. Gut, Skill, ey, den könnte ich jetzt auch gebrauchen. Nicht in der Wertung. Norwegian, die fahren wir schon lange. Die ist gut. Das ist gefühlt eine Season 0 Strecke. Oh, so, guck mal, das ist auf Platz 7 der meistgefahrenen Strecken. Der Norwegian. Platz 7. Ach, die ist das, ja. Die ist gut, ja. Das ist quasi mehr so der Ole Gunnar Solskjaer unter den Strecken. Jetzt fängt ihr hier mit so einer Statistik-Scheiße an. Nachher erzählst du mir noch, wenn ich die nach 14 Uhr gefahren bin, bin ich mindestens 24 geworden. Sicher, sicher. Wenn es draußen geregnet hat, war ich noch 200 Meter. Und wer hat hier die beste Platzierung von uns allen jemals gefahren? Das geht, wer sonst? Das geht, wow. Ja, Basti sehr wahrscheinlich. Ja, nee. Seriously, Bro. Don't fuck this shit. Ja, ich weiß ja, du kannst ja mal draufklicken, wer von uns der Beste ist. Alter, ich wollte gerade sagen. Von uns ist keiner in Top 100. Ja, los bei uns. Trash Top 100. Was? Was? Ja, das lief vorhin bei mir. Bei dir läuft das immer. Ja, ich weiß. Ist völlig egal, es ist auch völlig egal, welche Playlist du hast. Es ist immer Trash Top 100. Das halte ich für ein Gerücht. Das halte ich für kein Gerücht. Das halte ich für die absolute Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Okay. Oh, ich dachte kurz, ich würde ins Ziel kommen, aber ich habe mich geirrt. Oh, Norwegian ist schon eine geile Strecke, das stimmt schon. Oh mein Gott. Immerhin 15 da. Nicht hinten, nicht vor Kevin, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, du hast auch so viel Ähnlichkeit mit einem Eichhörnchen. Danke. Aber auch Platz. Nur vom Fell her. Hallo, besser als gar keins. Freddy ist doch gar nicht da. Wo ist eigentlich Freddy, so ein letzter mit eingeplant quasi? Willst du den wirklich auf der Wildcard haben? Eigentlich nicht. Also ich hätte ja schon lieber Freddy als Thomas. Wow. Okay, und Freddy neuer Host, läuft. Wo ist der Bodo-Fanclub? Es gibt keinen Bodo-Fanclub mehr, weil Bodo nicht da ist. Hallo, der BFC, hallo? Ja, aber... Der BFC ist aktiver als der Blondie-FC. Wobei, es könnte auch BFC sein, scheiße. Ja, eben. Blondie ist ja auch gerade erst returned, ne? Quasi. Blondie returns. Das feiert er sich selber für. Es ist fast so, als würde man sich selbst zum Weltmeister machen, das geht ja gar nicht. Oh, Kevin, Kevin, guck mal bitte in die Statistik. Warum? Ich fahr grad. Ja, danach bitte. Ja. Datei, Alter. Oh mein Gott! Was soll ich gucken? Die Zeit zwischen uns. 1800 oder was? Oh, du hast dich verbessert. Ich hasse dich. War gerade 100. Echt? Ja. Sonst hätte ich nicht gesagt, guck mal. Der brennt doch, ehrlich. Scheiße, die Strecke ist aber auch echt toll. Beides mehr so Niki Laudas, die brennen für ihren Job. Klar, ich habe mir kurz den Staub abgeklopft. Wie ist eigentlich Kripke auf Platz 1 der Weltrangliste geworden, wenn er hier nicht mal auf 1 fährt? Kripke, schäm dich was. Ey, ich verbessere mich hier pausenlos, ne? Und es reicht trotzdem Hammer. Nicht für Seite 1. Wo kommen wir denn ein? Ja, ich bin auch nur noch 18. Ja, ich bin auch nicht mehr auf Seite 1, macht euch nichts draus. Ich fahr hier wenn der Weltmeister schon nicht mehr auf Seite 1. Ja, dann! Ja, dann kann man das verstehen jetzt. Dann ist quasi die Strecke gelaufen. Um Gottes Willen, wie oft soll ich noch diese Scheißecke mitnehmen? Ja, frag doch mal. Immer dieselbe Ecke, immer dieselbe, immer wieder. Jetzt gezielt das 10. Mal. Bis sie kaputt ist, ne? Bis einer weint. Die arme Ecke. Oh, ich bin auch gegengefahren. Ob du weißt, von welcher Ecke er fährt? Gibt ja nur eine Ecke auf dieser Strecke. Ja. Gibt's ja, auch nur. Ja, mein Ring, der hat 4 Ecken. 4 Ecken hat mein Ring. Ja, ist okay, Mick Foley. Nein, nicht Mick Foley. Doch, du weißt genau, dass die von Mick Foley... Das war, darf das doch alles nicht wahr sein! Oh, meine Motten! Alter, nur weil die von Mick Foley war, chill doch mal.
Rast. Jedes Mal entweder am Ziel vorbeifliegen oder kurz vor dem Ziel in diese Ecke fahren. Wie kann man denn am Ziel vorbeifliegen, Alter? Stimmt nicht mit dir. Also ins Ziel ist ja wohl mit das Einfachste. Blondie ist noch nicht in der Shape, der Skull ist returned. Meine Mutter. Komm, einen Try haben wir noch. Mit Glück 2. Mit Glück 2 heißt, du brichst den ersten vorher ab, weil du es nicht richtig geschafft hast. Das ist ja super viel Glück. 38. Ja, genau. Also abgebrochen, letzter Try. Ah, oh, fuck. Okay, und instant gegen die Ecke gefahren und verkackt. Läuft. You had one job, Thomas. Scheiße, ich weiß. Ey. Ich bin immerhin auf Platz 25, Entschuldigung. Ich hab meine PB nicht mal geschafft, ne? Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich schon. Ich hab meine PB. Ja, Blondie, ey, return. Und Basti fährt auf 1, ja, sie ist klabberstig. Fuck off! Platz 1 und 25 bin ich damit wenigstens auf Platz 2 unserer Liste. 35. Und mich verarscht. Ja. Was soll ich denn sagen? Ich bin gerade 45. Gib Points. Ich meine, die Season gewinnt eh Kevin, weil der kann. Nee, weil Kevin die ganze Zeit übt. Ja, sag ich doch. So, Wolverots, Platzierung. Ja, 25. 28. Ich bin 19. So, Blondie. 35. Ja, läuft beim Blondie. Banane. 45. Was war Bodo? Was war Bodo? Bodo war ist ja eigentlich mit Banane. Ich dachte, er ist übelster Pro. Ja, seit wann bin ich ein Trackmania Pro, wenn ich seit ein paar Strecken erst mit Controller spiele und mich da jetzt gerade voll und Banane Returns. Und wieder eine 40-Sekunden-Strecke. Was ist und? Das? Was ist das? Was ist denn das? Ist die neu? Die ist, glaube ich, neu. Vom Namen her habe ich jetzt, hat mir nichts gesagt. Canadian Destroyer! Aber Canadian ist auch falsch geschrieben, läuft. Ist die Strecke das irgendwie, sowieso. Ist es normal, dass die Strecke schwarz-weiß ist? Nein. Was? Warum ist die denn bei mir gerade, bei Alter, mir ist alles schwarz-weiß. Mach den Röhrenbildschirm aus. Ja, ohne Witz, ne? Nein, das ganze Interface hat Farbe, ne? Nur das Spiel ist gerade schwarz-weiß. Was soll das? Nett Retro. Scheiß Rassist. Also das Interface hat Farbe, nur der wird durch die Strecke schwarz-weiß. Ich glaube, ich komme an. Die geht doch gar nicht 40 Sekunden, was wollt ihr denn hier? Kenn die nicht, keine Ahnung. Ich bin schon 31 unterwegs. Ah, jetzt bin ich im Ziel mit 34,95. Ja, dann fahr die doch mal unter 30. Ja, ist scheiße, wenn das hier alles schwarz-weiß. Oh Gott, nee. Unter 30, die fährt die nur einer. Du weißt Banane ist eher so retro. Unter, ja, unter 30 fährt die nur einer, Michael Schumacher im Koma und sonst keiner. Richtig. Also ich finde die Strecke eigentlich ganz geil. Gut, ich bin auch nur 11 da. Mein Gott, das Ziel ist auch nur ein Steinwurf entfernt. So. Auf jeden Fall von all den Strecken, die wir bisher gefahren sind, eine der besseren. Siehst du mal, wenn der Bodo sogar die kanadische Strecke mag. Ja, aber sobald ich jetzt noch ankomme, dann... Für Bodo ist die Strecke sofort gut, wenn er mal ankommt. Ja, naja, das heißt für mich, dass ich sie nicht super perfekt fahren muss in Vollspeed, um auch mal ins Ziel zu kommen. Das musstest du bisher nur eine Strecke, also... Das ist nämlich super asozial. Das ist halt auch nur super was für die Skiller. Skillerz, ja, ich dachte, ich mache mehr Strecken für den Weltmeister. Ja, Sportfreunde Skiller, ne? So läuft das hier. Oh Gott, bist du fertig? So nicht anders. Oh, irgendwer? Ist das ein Traum? Ich hab mich verbessert. Und der Bodo, der holt jetzt Punkte, habe ich das Gefühl. Alter! Wohin? Das Gefühl hast du aber auch nur du. Und weggeschmissen. Warum, Bodo? Hallo, bisher scheinst du auf Platz 1 unserer Liste zu sein. Du bist doch der Einzige, der hier ankommt. Ich bin 17. Was zur Hölle? Oh. Wie viel hast Bodo denn? 28, 29. Ja, dann ist Bodo sicherlich nicht Erster auf unserer Liste. Gut, dann bin ich sogar vor Bodo. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Never mind that shit. Never mind, Bro. Bodo auch nicht ohne dich pushen, ne? Ich dachte, ich mach mal Bodo so ein bisschen Motivation. Motivation. Bodovation. Bodivation. Bodivation, genau. Ja, Bodivation, ihr mich auch. Guck, da schreiben noch mehr, dass die Strecke bei denen schwarz-weiß ist, ne? Ich bin nicht der Einzige. Boah, 16. mit einer 34,24. Oh, das war ein extra Punkt für Blondie. Weiß denn einer, woran das liegt, dass die schwarz-weiß ist? Das ist ja total seltsam. Eine dynamische Farbeinstellung hatte irgendeiner gerade mal geschrieben irgendwo. Dynamische Farbeinstellung? Habe ich zwar noch nie gehört, aber ja, mach mal so. Oh, fuck, ja, okay. Die Kante, ey. Ich verdynamisiere mich dann. Dynamo! Okay. So, so wie der Dynamo am Fahrrad, ne? Richtig. Licht am Fahrrad! Dynamo! Licht am Fahrrad, Dynamo! Also die Folge heißt quasi Licht am Fahrrad. Richtig, Dynamo. Oh, 15. Fuck! 0,1 Sekunden hinter Kevin. Die wollen mich doch verarschen! Und ein Hundertstel.
Wirklich? Er hat 8, du hast, er hat 33,08, ich hab 33,08. Ja, ich seh's. Danke, ich seh's. Ich kann Tab drücken. Ich fahr hier nicht mal gut. Ich fahr auch nicht gut. Ich bin gerade auch einfach nur mal eine richtige Du hast ja auch gerade mal Licht am Fahrrad, ne? Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad, Dynamo! Ach, guck mal, du wirst nicht glauben, wer gerade im Chat ist und sofort weiß, wenn ihr das grölt, wer ihr seid. Der Kinderchor, hallo Matik. Ach du Scheiße. Was? Ach, der Kinderchor. Hallo Matik. Ich geh kaputt. Oh je. Yeah. Vintage Matik. Damals, als die WXW noch gut war. Ist ja. Echt so. Ewig als man die Shows noch nicht mit Matik vorne vor der Halle und einem, was war's nochmal? Ich glaube, einem Jim Beam Sherry verbracht hat. Weil sie grauenhaft schlecht waren. Ja. Ah, gut, alte WXW. Ich habe nämlich damals noch den Kinderchor abgefüllt vor den Shows. Damit ihr noch ein bisschen auf Stimmung kommt. Er hat sich quasi gekümmert. Komm, komm, komm! 14. Yes! Bitches! Du musst auch mal Kevins Dominanz hier brechen. Alter, 34, das geht gar nicht. Oh, wäre das wichtig, jetzt hier so gegen Kevin mal Punkte zu holen. Muss ja irgendeiner, ne? Ja, ja. Oh, Mann, ey. Frag ich mich ja, wie der Matik dich gefunden hat, ne? Warum? Weiß ich nicht, ist halt einfach. Das ist ja schon einfach Langeweile im Internet. Doch, ich brauch gar nicht mehr losfahren. Ich komm eh nicht. Oh jawohl, ich glaube, Kevin kriegt mich nicht mehr. Kevin kriegt mich nicht mehr. Ist mir egal. Spielt der Katz und Maus oder was? Ja, ja, ich krieg ihn nicht mehr. Okay, ich krieg auch nichts mehr hin. So. Aber Blondie kriegt auch keinen Sonderpunkt. Was? Ich war 14. Ja, und jetzt bist du auf 17, Arschloch. Das kann ich verschmerzen. Super Map, Kripke, war das ironisch, weil du als Weltranglisten-Erster nur Fünfter wirst? Wolverots Platzierung. 39. Bodo. 3-7. Was? Vor, hinter Bodo? Ich hab die 18, Blondie hat die 17. Wait, what? Das war nicht okay. 38. Nee! 38. Wir haben 37, 38, 39. Und 17 shit. Und 18. Richtig. Guck mal, ich war in der Twitch-App auf der Startseite. Mein Beileid.